Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen DM-Live-Haul. How you can see, oder auch nicht, das Logo ist hier drüben. Da ist es drüben versteckt. Wir sind diesmal bei einem anderen DM. Ich habe mir gedacht, ich muss hier ein bisschen abwechselnd machen. Das heißt, wir gehen jetzt zu einem anderen DM. Und ich bin super, super excited. Ich weiß nicht, ob wir was Gutes finden, was nicht. Ich habe so ein paar Sachen, die ich kaufen muss. Ich vergesse es zwar jedes Mal, aber let's see if I forget. Wir haben heute echt kühles Wetter. Outfit of today is this one full dress, wie ihr auch schon im Fashion Hall gesehen habt. Und Shoes von Zara. So, ich finde, wir können schon loslegen. Sieht das eh alles gut aus? Yes. Der Wind zerstört mich. Aber ich würde sagen, let's go inside. So, people, let's go inside. Schauen wir, haben einen süßen Hund, der hier draußen steht. Gucken wir mal, wie viel los ist. Ich glaube, ich nehme, wer hier gibt es nämlich. Guckt, hier gibt es so Wagen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so ein großes brauche. Da gibt es so kleine, kann man die auch nehmen? Ich vermute mal, ja. Ah, ich gebe noch schnell die AirPods rein. So, my friends, ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Das ist, glaube ich, nicht wirklich das Wagen für mich. Ich glaube, hier sind wirklich viele Wagen. Aber ich glaube, ich nehme einfach so eins. Ich liebe es, die zu nehmen. Es ist voll, voll viel los. Ich hoffe, man hört mich trotzdem gut. Es ist hier jetzt ohne Maske. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Hier haben wir so Haircare. I don't need it. Da brauche ich, glaube ich, auch nichts. Gucken wir weiter. Da haben wir sowas. Das brauche ich momentan auch nicht. Gucken wir hier. Eigentlich bräuchte ich ein Shampoo. Gucken wir mal. Hier haben wir Shampoo. Und zwar nehme ich das. Ah, ich brauche nämlich mehr Spülungen, weil ich habe momentan mehr Shampoo wie Spülungen. Das heißt, wir nehmen drei Spülungen mit und ein Shampoo. So. Wie gesagt, my dress is very short. Das heißt, ich muss aufpassen. Selbstzahn ist natürlich auch oben. I think I look very pretty today. Und da bin ich, glaube ich, sonst zufrieden. Gucken wir mal in den nächsten Gang. Da haben wir solche Aufsteller, aber da ist jetzt nichts dabei, was mich jetzt so super duper anspricht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. No. Nee. Glaube ich nicht. Okay, das ist. Habe ich das schon gehabt? I don't know. Sollen wir das mitnehmen? Ich habe jetzt aber so viele. Ich kaufe das nächstes Mal. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das gibt. Und nehmen wir das nächstes Mal mit. Weil jetzt, ich habe so viele. Ich kann nicht die ganze solche. Sponges habe ich eigentlich auch, aber es gibt welche. Hier gibt es nämlich, das sind die abgeschrägten. Wir wollen nicht die abgeschrägten. Das sind die normalen. Look, die haben voll, voll viele. Normalerweise sind die immer ausverkauft. Und hier haben wir voll, voll viele. Ich nehme zwei davon mit. So, gucken wir weiter. Ich meine, einmal habe ich hier schon einen DM-Live-Haul gemacht. Aber das ist schon eine Weile her, aber ich werde jetzt dann mich auf die Suche machen zu anderen DM. Ah, die gibt es jetzt auch in Duschgel. Diese Natural Beauty. Sollen wir dann Duschgel mitnehmen? Das finde ich klingt gut, das nehmen wir mal mit, das interessiert mich. Das kommt mit. Sonst die anderen Duschgele brauche ich jetzt nicht, da habe ich jetzt eh extremst viel. Ups, gucken wir, what we need more. Nee, da haben wir gerade momentan, ich habe das hier viel auf Reserve momentan. So, ich bin eher mal gespannt, was so für Neuheiten und so rausgekommen sind. Die kenne ich zum Beispiel nicht, aber Seife habe ich jetzt auch so viel. Sonst, ich habe keinen Platz, Leute. Irgendwann ist der Platz auch vorbei. So, aber gehen wir noch in den Gang, bevor wir Make-up machen. Und zwar, was könnte ich hier... Ich habe schon wieder vergessen, was ich kaufen wollte. Ich wollte irgendwas kaufen. Ich weiß wirklich nicht mehr was. Was ist denn das? Fester Schaum. Warte, ich kann mich nämlich nicht hinsetzen, das Kleid ist zu kurz. Da haben wir fester Rasierschaum. Das probieren wir aus. Das klingt super interesting. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das kommt schon mit. So.
Da ist so ihr Face, das ist so Alverde. Dazu kommt noch die Review, people. Stay tuned, im Aufgebraucht werde ich euch dazu noch was erzählen. Da glaube ich, brauchen wir jetzt nichts. Nee. Bin ich jetzt damit zufrieden. Ich will nämlich, ich bin schon auf Ausschau nach einem Produkt, was ich weiß. Aber es gab noch irgendwas anderes, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Da haben wir Essence. Ich weiß von Essence. Ich möchte nämlich Catrice, ist das nicht? Da ist Catrice, genau. Das hier. Ich weiß gar nicht mehr. Gibt es ja verschiedene Farben? Ich weiß gar nicht, was ich für eine Farbe genommen habe. Letztes Mal, also in dort draußen, wo ich letztes Mal war, gab es nämlich nur eine Farbe. Aber das ist eh nur eine Farbe, 010. Okay. Ich nehme davon nämlich zwei mit. Sonst glaube ich, dass ich bei Catrice fertig bin, aber diese Puder wollte ich unbedingt mitgeben. Da kommt auch noch im Getestet. Im August getestet werde ich euch da mein Feedback dazu abgeben. Aber wie ihr sehen könnt, es fällt auf jeden Fall gut aus. Und ich gucke mal, aber irgendwie... Ne, ich glaube, wir sind hier auf jeden Fall fertig. Wir schauen jetzt nochmal Essence muss ich schon... Vielleicht, dass ich meine Foundation in 020 könnte ich mitnehmen. Haben wir denn die 020? Das ist diese 30. Ich habe mir eh manchmal überlegt, ob ich die 30 nehmen soll. Weil wenn ich selbst dann um habe, bin ich halt schon so viel dunkler. Das geht, glaube ich, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Das ist die 10. Es läuft, Leute. Da haben wir 2020er. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So, waren wir jetzt schon in dem Gang? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, Make-up-technisch bin ich es jetzt eigentlich, weil... Ich weiß jetzt nicht, ob mich noch irgendwas interessiert, aber ich glaube bis jetzt eigentlich nicht. Momentan I'm fine. Ich meine, ich überlege mir noch, ob ich irgendwelche Lippenprodukte oder so. Aber zum Beispiel Mascara habe ich so viel momentan geshoppt. Ich glaube, das brauche ich definitiv nicht. Nee. Ich glaube, wir sind finished. Das heißt, wir gucken weiter. Ich weiß auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall kaufen kann. Und zwar für den süßen kleinen Macho kaufe ich natürlich die Katzenmilch. Er ist ganz verrückt danach. Ich glaube, er könnte sich momentan darin baden. Die liebt er. Da auf jeden Fall nehme ich mein Waschgel mit. Davon nehmen wir... Ups, okay. Guckt, ich nehme so viel, dass da hier so ein Plastik dabei ist. Die nehmen wir mal mit. Das gehen wir darüber. Und das nehmen wir auch mit. Drei Stück, da haben wir wieder. Versorgt. Mein Deutsch ist wieder on top. Nehmen wir zwei solche mit. Dann haben wir das. Meine Tagescreme brauche ich nicht. Ich habe auch das von Kaya. Also ich brauche es jetzt momentan überhaupt nicht. Da, das ist eben so eine neue Serie. Kaufe ich schon wieder was. Irgendwas für 50 plus. Maybe not. Aber das sieht irgendwie spannend aus. Ja, ich sehe schon wieder. Es ist schon wieder über mein Alter. Aber die klingt trotzdem spannend. Ich nehme sie trotzdem mit. Face Mask. Okay. Die sieht doch super sweet aus, Pipo. Die können wir mitnehmen. Und dann sehe ich auch noch, die habe ich, glaube ich, auch noch nicht getestet. Die können wir auch mitnehmen. Und zwar Hydrogel Augenpads. Die zwei Sachen kommen noch mit. Nee. So, dann bin ich schon fertig. Irgendwas wollte ich kaufen und ich weiß es immer noch nicht. Aber ja, so ist das bei mir. Ah, guckt mal. Aber da gibt es noch, das gibt es noch in Ginger wahrscheinlich. Oder was das ist, sieht aus wie Ginger. Und so dieses Lip Oil. Ich finde das ja ganz, ganz toll. Ich nehme das noch mit, weil das in Primary ist so schön. Und ich probiere jetzt auch das in Translucent. Let's try it. Oh, what usually happens? So,
Let's put it back. So, nächster Gang. Füße. Füße habe ich jetzt so viele in letzter Zeit doch gekauft. Plus ich möchte jetzt wieder, bevor ich nach Schweden fliege, möchte ich unbedingt wieder, wie heißt es, Pediküre gehen. Und genau, Tee. Nee, Tee brauche ich jetzt echt nicht. Obwohl es heute richtiges Teewetter ist. Look. We have reached the food section. Okay, das ist, glaube ich, die Kinder-Food-Section. Stört uns das? Natürlich nicht. Ja, aber es gibt coole Sachen. Paprika-Cracker. Das klingt doch super cool. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Dann gucken wir, was wir noch mitnehmen. Oh, ich wollte die schon immer mal austesten. Ich habe die nie als Kind bekommen. Ich glaube, das liegt an meiner schwedischen Erziehung. Ich habe da noch nie diese Trink oder was auch immer das eigentlich ist, bekommen. Und was sieht da lecker aus? Ich nehme das. Das sieht gut aus. Let's try it. I'm excited. So. Sonst glaube ich, dass ich da ziemlich finished bin. Da gibt es dann noch mehr Essen. Wir haben ja schon, ihr wisst ja, if you wanna know, ich habe das schon getestet. Das habe ich. Also, you name it. Ich habe fast schon, glaube ich, alles getestet. Also, wenn euch da ein Feedback von mir interessiert, schaut euch nur die DM Halls an und ihr wisst schon mein Feedback. Ich gucke jetzt mal, ob sie hier das vom DM Eigenmarkt, ob sie das noch haben, diese Kieselerde, oder nicht. Aber ich glaube, die haben sie echt aus dem Sortiment genommen. Ich gucke da jedes Mal und es gibt sie jedes Mal nicht. Irgendwie. Aber Eisen will ich schon. Eisen brauche ich. Das nehme ich mit. Das brauche ich unbedingt. Gucke ich, ob ich noch was brauche. Nee. Sonst ist alles gut. Und dann gucken wir mal hier. Da wäre auch schon viel. Davon habe ich die Werbung gesehen. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Aber die eine, die diese Werbung macht. Irgend sowas Kartoffel. Nee. Ich glaube es nicht, was ich sage. Ich rede herzlich gerne Blödsinn. Aber ich habe mir gedacht, sollen wir die testen? Weil die fand ich ja sehr, sehr gut. Die haben mir echt gut geschmeckt. Sollen wir gucken, ob die auch gut sind? Rainbow Edition. Let's try it. Und da in den Sack damit. So. Okay. Wir haben hier so Proteinsachen. Nee. Nein, so ein Protein. Das ist nicht einmal ein Protein, da steht nur Weißbrot. Nicht schon gleich Protein. Obwohl ich das ja nicht einmal nehme. Ich glaube, das ist der Schokomandeldrink. Mit natürlichen. Nein, ich brauche keinen Kaffee. Ich trinke ja gar keinen Kaffee. Das brauche ich nicht. Gehen wir hier weiter. Ich glaube, wir sind mit diesem Gang fertig. Gehen wir. Da haben wir wirklich so Proteinsachen. Aber ich meine, wenn ihr das wollt, kann ich das gerne für euch testen. Aber ich bin jetzt nicht so der Proteinesser. Was ich gerne habe, sind Ingwer-Shots. Das habe ich schon gerne. Was ist das? Ingwer-Shot Cranberry Magic Limited Edition. Aber da kann ich auch gleich dieses große nehmen, oder? Nehmen wir das. Ingwer-Shot. Ist immer gut. So. Dann nehmen wir von hier etwas mit. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch ursüß, finde ich. Also das finde ich jetzt echt süß gestaltet. Schaut irgendwie voll cute aus. It's very, very pretty. Aber ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein Müsli überhaupt? Müsli-Hysterie. Keine Ahnung. Apple-Strudel. Guck mal, was ist das? Peanut. Okay. Und das ist Salty. Was? Salt City. Maybe. Aber ich weiß es noch nicht. Smoothie. Guckt, was ich da nicht alles finde.
Das Smoothie. Wir nehmen so einen Smoothie. Der interessiert mich ja voll. Der MPU Smoothie. Den habe ich noch nie gesehen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was? Ist gleich mitgekommen. Was ich noch mitnehme, ist einmal mein Schoko Crunch Müsli. Ich bin ja mittlerweile umgestiegen, zumindest für eine kurze Pause, aufs Crunchy, weil ich eben mein, wo ist es denn, mein Lieblingsmüsli? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es schon verloren. Aber auf jeden Fall, das Schokomüsli habe ich jetzt, nehme ich jetzt das stattdessen. Das heißt, wir nehmen jetzt das mit. Und dann gucken wir, ob wir noch was mitnehmen wollen. Da gibt es ja immer diese. Aber die habe ich ja eigentlich auch schon alle getestet. Also wie gesagt, wenn euch irgendwas mal interessiert, was ich kosten soll, let me know. Dann kann ich das auf jeden Fall machen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall to the cat section. Da, seht ihr? Sind wir schon da. Und dann nehmen wir definitiv the one and only die Katzenmilch. Dann nehme ich jetzt, glaube ich, so 5 oder so, damit er sich drüber freut, dass ich ihn mit Katzenmilch beglücke. So, sehr gut. Ist mitgekommen. Gucken wir. Da, die mag ich auch gern. Diese tollen, er ist ja schon ein Senior leider. Ja, und ich habe ihn ja noch gar nicht so lange, aber so ist es halt, wenn man seine Katze aus dem Tierheim holt. Da, 2 of those, das fand er nämlich auch super. Das glaube ich mag er auch. Ups, das nehmen wir auch mit. Die 3 nehmen wir mal mit. Und dann gucke ich euch noch was. Er mag auf jeden Fall die Pasteten. So siehst du auch, aber Pasteten, das ist das Ding, die mag am liebsten. Das nehmen wir auch und nehmen ihm noch so eins. Denn he's happy. Dann haben wir wieder lieb. Wir nehmen sogar noch eine mit. Den war ich wieder. Ganz tolle Katzenmama. So. Da brauche ich auch nichts. Ich war da noch nie, aber nee. Das schaut gut aus. Ah, da hat man sogar so kühlende Sachen, sehe ich gerade. Ja, da gibt es halt so Kaffee und sowas. Und dann diese klassischen Sachen. Und dann Kräuter, Limo und sowas. Sollen wir sowas nehmen? Aber nee, da ist Kohlensäure drin. Ich mag keine Kohlensäure. I'm sorry, people. Was meine ich schon? Oh, bei diesem Game gibt es sogar Flipflops. Doch toll. Und ja. Nein. Schaut eigentlich gut aus. Oder? Nur noch manchmal gibt es hier so Sachen, die einem noch ins Auge fallen, aber ich glaube. Ich bin's. Das war jetzt nicht der riesen DM-Haul. Aber wir kosten dann noch die Sachen zu Hause, die ich gekauft habe. Und dann ist schon wieder vorbei. Das heißt, abonnieren, liken and follow. Aber ich bin trotzdem. War eine süße Ausbeute. So, was kosten wir zuerst? Und zwar kosten wir diese Paprika Cracker. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das heißt, ich werde jetzt aufmachen und koste sie mal. Sie sind offen, so let's try it. Die sind so, so, so gut. Eine Riesenempfehlung. Die schmecken voll, voll toll. Kann ich euch nur empfehlen. I like them. Die schmecken so wie Pizzastückchen, so kleine Pizzaränder oder so. Sehr, sehr, sehr lecker. Ja, würde ich definitiv nachkaufen. Jetzt machen wir dieses, keine Ahnung, Teil und kosten das. So, ich koste. Ups! Ich koste es jetzt. Das ist wie so ein Mousse, aber ist voll gut. Wie so ein Kompott. Voll, voll lecker. Würde ich definitiv nachkommen. Schmeckt richtig, richtig gut. Ja. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht so ein Riesenfan, dass man das so rausdingst. Aber es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, yes, I'm a child at heart. So, das Letzte, was ich noch zu essen habe, sind die Katjes Wunderland Rainbow-Teile. Und ich würde sagen, ich koste es jetzt. Meine erste Reaction war ja eher
I don't know. Aber sie sind eigentlich recht gut. Sie sind geschmacklich, sind sie gut. Sie sind halt von der Konsistenz so ein bisschen härter, oft weil es halt vegan ist. Sind sie so mehr so, ja, also nicht jetzt so gummimäßig einfach, sondern mehr hartes Gummi. Aber sie schmecken sehr, sehr gut vom Geschmack her. Am Anfang war ich so, aber ich glaube, das war das Pizzateil mit diesen, hat nicht so gut geschmeckt zusammen. Aber eigentlich schmecken die recht gut. Ich habe 3 Stück jetzt davon gegessen. Mir ist auch aufgefallen, das ist auch so eine Pride Edition. Sie haben zwar jetzt nichts, glaube ich, nichts da irgendwie eine Collaboration, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so wegen Pride und so. Und ja, es schmeckt auf jeden Fall gut. Und ja, ich würde sagen, it's approved. Yes. Als nächstes machen wir den Smoothie. I'm super duper excited. Und ich würde sagen, öffnen wir es mal und probieren wir es. Let's try it. Ja, es hat irgend so einen komischen Nachgeschmack. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen diesen Gummiteilen ist, aber ich glaube, das ist der Protein-Dings da. Also ich muss euch sagen, I don't know. I don't know. Eher im Pass. Es hat so einen komischen Nachgeschmack. An und für sich recht gut, aber irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Keine Ahnung. So, ja, ich würde es nicht nachkaufen. The last product, das ich habe, und zwar ist es der Ingwer-Shot. Das heißt, jetzt hauen wir nochmal den Ingwer-Shot rein und ich bin mal gespannt. So, Ingwer-Shot, let's go. Ich meine, es ist ein Ingwer-Shot. Es ist immer gesund und so. Spiced bei, ja, es ist spiced. Ja, doch, doch, kann man machen, aber sehr, sehr, sehr intens, yes. Fazit zu den Produkten. Ingwer-Shot fand ich gut. Das Einzige, was ich halt nur sagen würde, ist, dass es halt so ein bisschen, die Stückchen waren halt drin. Und es gibt halt noch andere Ingwer-Shots. Jetzt zeige ich euch hier everything. So, dann Number Two. Diesen Smoothie-Teil, ja, nee, würde ich persönlich nicht nachkaufen. Hat mir persönlich nicht so gut geschmeckt. Würde ich jetzt nicht nachkaufen. Das war ein definitives Yes. Fand ich sehr, sehr gut. Hat gut geschmeckt. Ich bin jetzt nicht so, aber es kann mehr rausgeben. Man kann es rausgeben und in einer Schüssel essen. Aber es ist natürlich dann mehr umweltfreundlich, wenn man es gleich aus dem Teil da. Und es ist 100% Frucht. Hat echt gut geschmeckt. Ja, das ist definitiv ein Daumen hoch. Die waren auch super duper. Die und dieser Fruchtdingster, das waren meine 2 Favorites. Die fand ich am besten. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Vor allem so für die Arbeit, in die Schule, whatever, sind die super, super nice. Dann die Katjes Wonderland Teile fand ich auch definitiv nicht schlecht. War jetzt nicht so, wie ich sagen würde, ich würde es nicht persönlich nachkaufen. Ich fand die Schlangen zum Beispiel viel besser. Ist einfach mein persönlicher Geschmack. Wenn Gummizeug, dann meistens sauer. Aber ich fand sie sehr, sehr cute und sie haben eigentlich doch recht gut geschmeckt. Also auch ein Daumen hoch. Und da würde ich sagen, meine Lieben. So, meine Lieben, I changed the setting. Und ich würde jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ups, irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das sagt mir natürlich auch, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sein. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!